Tim Dodd, der Everyday Astronaut, hat das Internet mit einem Elon Musk Interview kaputt gemacht. Am 3. August postet er den ersten von drei Teilen. Dieses 53 Minuten Video hat 1,5 Millionen Aufrufe in den ersten drei Tagen erzielt. Mittlerweile ist es bei über 3 Millionen Aufrufen. Und da mich einige Leute freundlich darum gebeten haben, gebe ich euch in diesem Video einen Überblick über die wichtigsten Stellen dieses Interviews. Inzwischen sind alle drei Teile veröffentlicht worden. Und wenn du auf Starship Talk stehst, bist du hier genau richtig. Am Dienstag, dem 17. August, gehe ich um 20 Uhr live hier auf YouTube und werde im Detail über dieses Interview und den aktuellen Entwicklungsstand von Starship reden. Ihr könnt eure Fragen dann gerne im Live-Chat stellen und ich werde versuchen, euch diese zu beantworten. Am Ende der Ausgabe habe ich noch einige ganz besondere Ankündigungen zu machen. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wenn du in Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, was Elon sagt und was sonst noch in der Raumfahrt passiert, dann abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Das Interview beginnt in der Werkstraße vor dem Stargate-Gebäude. Stargate ist sozusagen das Büro- und Verwaltungsgebäude. Tim selbst führt das Interview mit Elon. Außerdem sind noch zwei Assistentinnen, zwei Bodyguards, Elons eigener Kameramann und sein Hund, Marvin, der Marsianer, dabei. Dann geht es los Richtung Hochschutz, wo gerade der Booster 4 oder auch B4 seiner Fertigstellung sehr nahe war. Elon hat schon einen recht geschlauchten Eindruck gemacht. Aber er hat sich sehr bemüht. Er fing gleich damit an, noch einmal zu unterstreichen, dass das Designen eines derartigen Raumschiffes 100 bis 1000 Mal leichter ist als die Produktion. Auch ein Prototyp ist einfach und verhältnismäßig schnell gebaut. Hingegen ein Produkt für die Serienproduktion zu erstellen und die Produktion währenddessen drumherum aufzubauen, ist unglaublich schwierig. Elon sagt, dass die Herstellung oft unter- und das Design überbewertet wird. Und was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass SpaceX alles selbst entwickelt und baut. Und damit meine ich nicht nur die Rakete, sondern auch alles andere, was dazugehört. Deswegen ist der Fokus im Moment stark auf die Infrastruktur gerichtet. Was Elon auch mehrmals betont hat, ist, dass sich hier alles in Entwicklung befindet. Es werden ständig Pläne über den Haufen geworfen, weil sie nicht gut sind oder weil jemand einen besseren Plan hat. Seine Philosophie in der Entwicklung ist, wenn du nicht mindestens 10% der Zeit dabei bist, Designelemente wieder hinzuzufügen, die es schon gegeben hat, dann streichst du nicht genug. Das heißt, sein Ansatz ist im Zweifelsfall weglassen. Man kann es ja später immer noch hinzufügen. Das nimmt extrem viel Komplexität aus dem Projekt. Warum er derart radikal Systeme wegkürzt, wird schnell klar. Er nennt das Ziel, die Kosten für eine Tonne in den Orbit unter 1000 US-Dollar zu drücken. Im Moment kostet 1 Kilogramm in den Orbit zwischen 5 und 10.000 US-Dollar. Das bedeutet, dass Starship 1 Kilogramm Nutzlast für 1 Dollar in einen Erdorbit befördern kann. Macht euch mal bitte bewusst, was das für die Zukunft der Raumfahrt bedeutet, wenn Starship Nutzlasten für ein Tausendstel des Preises befördern kann. Um euch das noch mehr zu veranschaulichen. Mit diesem Preis kann eine durchschnittliche Person für unter 100 US-Dollar in einen Erdorbit fliegen. Mir ist schon bewusst, dass Cargo wesentlich günstiger zu transportieren sein wird als Menschen. Und bevor Menschen mit diesem System fliegen, werden voraussichtlich hunderte Cargo-Starship-Starts stattfinden müssen. Wer braucht so viele Flüge, fragst du dich. Nun, zum einen wird SpaceX ihre Flotte an Starlink-Satelliten mit Starship befördern. Denn so können sie auch einiges riskieren, ohne zahlende Kunden zu verärgern. Zum anderen wird das US-Militär viel dafür geben, diese Fähigkeiten zu erlangen. Ein Starship könnte zum Beispiel einen Panzer, mehrere PKW, Dutzende Menschen plus Versorgung von der US-Küste an jeden Punkt der Welt befördern. Das soll zwar nicht Sinn und Zweck der Sache sein, aber SpaceX wird derartige Missionen absolvieren müssen, um die notwendige Unterstützung der US-Regierung zu erhalten. Hau mal auf den Like-Button, wenn dir gefällt, was du siehst. Elon rechnet vor, wie sich das Gewicht des Boosters zusammensetzt. B4 wird mit 29 Raptor-Triebwerken, je rund 2 Tonnen ausgestattet sein. Die beiden Tanks wiegen insgesamt 80 Tonnen.
Die Interstage mit den Gridfins, Batterien und COPVs wird um die 20 Tonnen haben. Und als letzten Punkt darf man Treibstoffreserven nicht außer Acht lassen, denn hier verstecken sich auch noch einige Tonnen. Und da alles variabel ist, sind wir mit dieser Rechnung bei etwa 160 bis 200 Tonnen. Ziel ist es aber, den Booster weit unter 200 Tonnen zu halten. Im Moment ist aber noch alles viel zu schwer. Die vier Gridfins, die jeweils mindestens 3 Tonnen wiegen, brauchen eine eigene Steuerung, eigene Elektronik und vor allem eigene Batterien, die jetzt auch viel zu schwer sind. Elon meint, dass sie im Augenblick falsche Batterien verwenden. Sie werden allein das Gewicht der Batterien auf ein Zehntel reduzieren können. Wir kennen alle die Bilder der Falcon 9 mit den ein- und ausklappbaren Gridfins. Bei Starship wird es nicht mehr so gehandhabt. Der Mechanismus zum Bewegen dieser gigantischen Gitterstrukturen würde zu viel Gewicht und Komplexität hinzufügen. Daher wurde das erst einmal gestrichen. Es könnte sogar sein, dass sie ganz verschwinden und durch etwas wesentlich Kleineres ersetzt werden. Aber wie soll denn dann der Turm den Booster im Flug fangen? Als ob die Grundidee nicht schon komplett wahnsinnig und verrückt wäre, könnte es sein, dass sie in Zukunft nicht die Gridfins, sondern diese kleinen Häken dazu verwenden werden, den Booster zu fangen. Elon stellt sein 5-Schritte-Programm vor, die als Maxime für die Entwicklung von Starship gelten. Erster Schritt: Man muss davon ausgehen, dass jede Idee falsch ist. Man muss nur herausfinden, wie falsch sie in jedem einzelnen Fall ist. Um das Produkt besser zu machen, mache deine Anforderungen und Zielsetzungen weniger dumm. Nur weil es der Vorgesetzte vorgeschlagen hat, ist es nicht die beste Idee. Wenn ein Lehrer eine Frage stellt, haben wir gelernt, nicht die Frage in Frage zu stellen, weil sie von einem Lehrer kommt. Aber oft ist schon die Frage falsch und dürfte gar nicht erst gestellt werden. Zweiter Schritt: Lasse Teile weg. Er sagt, dass das beste Teil jenes ist, welches du nicht hast, da es nicht kaputt gehen kann. Ihr merkt, ich rede noch nicht von Optimierung, denn das kommt erst später. Du sollst erst beginnen zu optimieren, wenn dein Produkt fertig ist. Im dritten Schritt vereinfachst du noch einmal das Design. Dann beginnst du erst im vierten Schritt, die Prozesse zu optimieren. Man beginnt mit der Optimierung erst so spät, damit man nicht Komponenten optimiert, die gar nicht erst existieren sollten oder später ohnehin wegdesignt werden. Und im fünften und letzten Schritt automatisierst du deine Prozesse. Ich finde diesen 5-Schritte-Masterplan genial. Das kann man sicher auf viele Sachen so anwenden. Wichtig ist die Einhaltung dieser Reihenfolge. Denn wenn du beginnst zu automatisieren und du hast noch kein fertiges Design, wirst du nicht besonders schnell vorankommen, da du zu viel Zeit mit den falschen Tätigkeiten verbringst. Ich freue mich auch, wenn du mich in den sozialen Medien besuchst. Auf Twitter, Instagram und TikTok versorge ich euch regelmäßig mit kleinen Dosen an Raumfahrt. Tim fragte nach diesen Triebwerken auf dem HLS Starship. Denn diese Starship-Variante soll abgesehen von den 6 oder 9 Triebwerken noch zusätzliche Triebwerke weiter oben auf Starship haben. Der Grund dafür ist, dass die mächtigen Raptoren keinen Krater auf der Mondoberfläche auf der Stelle, wo es landen soll, erzeugen. So notwendig diese zusätzlichen HLS-Triebwerke scheinen, Elon hat noch keinen Plan, was das für Triebwerke sein sollen. Denn er möchte schauen, ob es möglich ist, nur mit den Raptoren zu landen. Sie werden vermutlich früher oder später versuchen, mit Raptor-Triebwerken auf der Mondoberfläche zu landen. Das würde die Notwendigkeit eines neuen Triebwerks eliminieren. Sie haben auch erkannt, dass sie die Entlüftungsventile der Treibstofftanks als Steuerdüsen verwenden können. So verzichtet Starship auf ein ganzes System. Die Alternative wäre, ein Steuerdüsensystem einzubauen, welches eigene Elektronik, ein eigenes Gas und Leitungen benötigt hätte. Die Treibstoffventile sind unverzichtbar. Dann nutzt man das gleich doppelt. Ein weiteres Thema war, dass Starship kein Start-Abbruchsystem haben wird. Zu diesem Thema haben Moritz von Senkrechtstarter und Toni von Mondgeflüster jeweils ein Video in gegenseitiger Zusammenarbeit gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, euch diese beiden Videos anzusehen, wenn ihr Start-Abbruchsysteme besser verstehen wollt. Links natürlich in der Beschreibung dieses Videos. Jedenfalls meint Elon, dass Starship so oft fliegen soll, dass es so sicher wie ein Linienflugzeug wird. Du bekommst ja auch keine Panik, wenn du ohne Fallschirm in eine Passagiermaschine steigst. Als sie zu den lagernden Triebwerken kommen, verrät uns Elon, was wir schon wissen. Es gibt im Prinzip
drei Variationen von Raptor. Sie sind beinahe komplett gleich. Die zweite Generation gibt es mit der kleinen Glocke mit und ohne Schubvektorsteuerung bzw. Gimbal-Funktion. Mit Gimbal werden sie Raptor Center, ohne Raptor Boost genannt. Die dritte Variante kann sich nicht bewegen und hat die große vakuumoptimierte Glocke. Als sie über den Hitzeschild redeten, meinte Elon, dass es wichtig sein wird, immer weiter zu iterieren und zu verfeinern. Er brachte das Beispiel mit dem Space Shuttle. Aus Angst vor Veränderung hat die NASA das vermeintlich funktionierende System trotz bekannter Mängel weiterfliegen lassen. Und wir wissen, wie tragisch das in zwei Fällen ausgegangen ist. Ihr Argument sei gewesen, dass es bisher funktioniert hat. Aber russisches Roulette hat auch schon mal funktioniert. Aber Fehler können in der Raumfahrt Menschenleben kosten. Deswegen sollte man nicht davor zurückschauen, Veränderung zuzulassen. Elon betonte mehrmals, dass es wichtig ist, sich in jeder Phase auf die richtigen Sachen zu konzentrieren. Die Arbeiten am Luken-Konzept wurden eingestellt, da das gesamte Personal für die Infrastruktur und den Bau von B4 und S20 benötigt wird. Denn der nächste Meilenstein ist der Orbitalflug und alle müssen auf dieses Ziel hinarbeiten. Wann genau wir mit dem Start rechnen können, kann Elon auch nicht mit Sicherheit sagen. Denn abgesehen davon, dass die Infrastruktur noch nicht steht, fehlen noch zahlreiche behördliche Genehmigungen. Ich tippe auf den 7. Oktober 2021. Denn SpaceX will mir sicher eine Freude machen zu meinem Geburtstag. Bei den ersten Flügen zählt es schon als Erfolg, wenn der Booster abhebt, ohne den Stand und den Turm zu zerstören. Sie werden auch keine Hops mehr machen. Das nächste Ziel ist die Erdumlaufbahn. Sie werden rund 3/4 der Strecke um die Erde fliegen und vor der Küste von Hawaii landen. Zu diesem Orbitalflug habe ich ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch hier in der Infobox. Im dritten Teil fahren sie zum Testgelände. Elon nimmt Tim auf die Pfeiler der Startrampe mit. Währenddessen wird Elon von Sam Patel, dem Senior Director of Starship Operations, über den Baufortschritt gebrieft. Was ich besonders interessant gefunden habe, ist, dass wir dank dieses Interviews jetzt wissen, dass dieses Gebilde aus gelben Rohren der sogenannte Quick Disconnect für den Startturm ist. Mit Hilfe dieses Arms wird Starship betankt und auf dem Stand stabilisiert werden. Das war mal ein grober Überblick über diese äußerst aufschlussreiche und interessante Unterhaltung. Seit der Nacht auf den 13. August ist der Mars Chroniken Merch Online Shop in Betrieb. Ich habe einige echt coole Designs und freue mich, wenn du da mal reinschaust. Der Shop ist so neu, dass ich selbst noch nichts bekommen habe. Und wenn du schon dort bist, schau auch gerne im benachbarten Shop von Senkrechtstarter vorbei. Um euch ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten, haben Moritz und ich unsere Shops unter einem Dach vereint. Danke Simon für die Unterstützung bei diesem Projekt. Auch ein riesiges Danke geht an meinen Buddy Johnny, der diese tollen Designs erstellt hat. Einigen von euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass jetzt unter diesem Video ein neuer Button mit Mitglied werden erscheint. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, Mitglied von Mars Chroniken zu werden, um zahlreiche Vorteile zu genießen. Dazu gehören unter anderem früher Zugang zu Videos, werbefreie Ausgaben und sogar ein Crew-T-Shirt vom brandneuen Mars Chroniken Merch Shop. Das Angebot für Mitglieder wird natürlich noch weiter ausgebaut. Ich möchte auch schon die ersten Kanalmitglieder herzlich willkommen heißen. Danke an meine beiden Kommandanten Patrick und Stefan. Eure Crew-Shirts sind bereits auf dem Weg zu euch. Danke an meine Piloten Lawalnik, Christoph, Yannick, Frank, Michael, Nils und Yannick. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Missionsspezialisten. Allen voran Toni von Mondgeflüster, Bernhard, Flacher Mars, Enrico, Robert und Leon. Danke euch allen ganz herzlich für eure großzügige Unterstützung. Ihr macht es möglich, dass ich mehr und besseren Content für euch produziere. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich auf Patreon besuchst und den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Boot geholt. Seit einigen Wochen kann man jede meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein auf wada.at. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.